So, herzlich willkommen, 17.42 Uhr. Ich entschuldige mich dafür, dass im Fahrplan nicht so krumm darstellbar war, sondern 17.30 Uhr stand. Herzlich willkommen bei den MRMCD 2019. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr alle mitspielen wollt. Ich freue mich nicht so, dass die Orga mal wieder Streichhölcher gezogen hat und ich jetzt wieder hier vorne stehen darf. Irgendwann kriegen wir das auch noch hin, dass jemand anders sich mal hier hinstellen muss. Ich habe auch gar nicht so viel zu erzählen, außer das, was ich jedes Jahr erzähle. Die MRMCD sind eine Veranstaltung, wo ein paar Leute, die viel zu viel Spaß daran haben, Sachen in China zu bestellen oder bei Druckereien oder bei Glastassenherstellern, sich monatelang zusammensetzen und überlegen, was man alles dieses Jahr bestellen könnte. Dann haben wir so Menschen wie die großartige Natalie, die daraus ein fantastisches Design dieses Jahr zimmert. Und irgendwann ist dann dieses Jahr 13. September, Freitag der 13., an dem ganz viele Menschen zusammenkommen, um ein Wochenende lang eine positive Utopie zu leben, ein Event zu gestalten, mitzugestalten, von dem man hoffentlich ein ganzes Jahr lang zehren kann oder dazwischen vielleicht auch jedenfalls bis zum nächsten Chaos-Event schafft und an dem man neue Menschen kennenlernt, an dem man neues Wissen kennenlernt, an dem man sich einfach weiterentwickelt, fachlich, menschlich, dschunklig, wie auch immer. Und das ist ein Angebot von uns an euch. Ich hoffe, ihr macht auch Angebote an uns, also im Sinne von, ihr gestaltet das Ganze hier mit, weil wir machen das ja nicht hier nur deswegen, weil wir Zeug bestellen wollen oder weil wir Tassen bedrucken. Also okay, großer Anteil ist es schon, aber eigentlich haben wir am meisten Spaß, wenn ihr Spaß habt und wenn ihr hier das Ding rockt. Es gibt vieles zu entdecken dieses Jahr. Vielleicht habt ihr ein paar Sachen schon gefunden, vielleicht findet ihr noch ein paar mehr Sachen. Ich würde mich aber freuen, wenn wir auch Sachen entdecken. Also die Leute, die schon ein paar Monate sich hier drum kümmern, Sachen herzuschleppen, dass wir auch Dinge entdecken können, die ihr hier gestaltet und die ihr hier mitbringt. Es gibt immer hier so ein bisschen die obligatorische Frage beim Opening. Wessen erste MRMCD ist denn hier? Ach du meine Güte. Ihr seht, also man ist nur im ersten Jahr hier, im Opening. Die anderen sitzen alle schon auf der Wiese und trinken Schunk. Nein, herzlich willkommen an euch, die zum ersten Mal hier seid. Ich finde das großartig, dass so viele Leute, die ich vorher noch nicht auf dem MMC gesehen habe, hier sind. Ihr dürft noch reinkommen, es ist im Eintrittspreis inklusive. Sehr gut. Nee, ich finde das großartig, dass so viele neue Menschen hier sind, weil ich glaube, dass wir hier etwas machen können, was man vielleicht so im Uni-Alltag oder auch im Berufsalltag nicht immer mehr die Chance zu hat, einfach mal auch festgetretene Pfade zu verlassen und sich einfach auch ein bisschen neue Sachen anzuschauen. Und ich finde es großartig, dass ihr euch traut, das zu machen, dass ihr euch sozusagen hergetraut habt als zum ersten Mal. Und das hoffe ich, dass ihr hier nach 3 Tagen sagt, das hat sich gelohnt. Und ich komme nächstes Jahr wieder oder ich gehe auch mal zu anderen Events. Ich meine, es gibt ja noch mehr Events in der ähnlichen Art. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Generell, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, es gibt eine Menge Leute, die sind schon sehr oft da. Wir haben es ein bisschen so gemacht, dass die Menschen, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben, was geplant ist oder was eigentlich mal geplant war, dass die mit so relativ vielen goldenen Karten rumlaufen. Die könnt ihr auf jeden Fall immer ansprechen, aber normalerweise ist das hier eine hierarchiefreie Sache. Also wir haben das nur als Angebot für Leute, die vielleicht eine Frage haben, dass Leute wissen, die haben vielleicht eine Ahnung oder tun zumindest so, als hätten sie eine Ahnung. Also wenn irgendwas sein sollte, sprecht uns an. Ansonsten wird das ganze dieses ganze Event hier von euch möglich gemacht. Und es gibt natürlich ein paar Gruppen, die man wie jedes Jahr herausheben muss. Also ich beispielhaft, weil ich jetzt die ganze Zeit in diese Kamera hier gucken muss, ohne das VOG wären die ganzen Chaos-Events natürlich nur halb so cool, weil so können auch Leute, die es nicht vor Ort schaffen, von dem Wissen, das hier verbreitet wird, profitieren. Aber genauso auch die tausende Engel, die es jedes Jahr auf Chaos-Events gibt, die wir auch hier zum Glück haben, die einfach sagen, ich möchte das Event mitgestalten, ich mach mal eine Barschicht, ich mach mal eine Video-Engel-Schicht oder ich kümmere mich darum, dass die Leute, die hier ankommen, willkommen geheißen werden. Vielen, vielen Dank an eure tolle Bereitschaft, da mitzumachen als Engel oder als Gestalter. Das ist großartig. Und ja,
Mir bleibt eigentlich nicht so viel zu tun, außer euch ein großartiges Event hier zu wünschen, außer euch zu bitten. Wir sind hier zu Gast an der Universität Darmstadt an dem Fachbereich Informatik. Auch dafür vielen Dank. Euch zu bitten, diese Gastfreundschaft, die uns hier sozusagen entgegengebracht wird, ein bisschen zu erwidern, indem wir das Gebäude möglichst am Sonntag in einem Zustand verlassen, der besser ist als vorher oder zumindest gleich gut. Und uns nicht zu viel Sorgen zu machen, weil wir müssen Sonntagabend das auch wieder aufräumen. Montag ist ja wieder Uni. Aber das hat jedes Jahr bis jetzt geklappt und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier zusammen ein cooles Event machen. Das war nicht lustig. Nein, mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu sagen. Wir haben zwei, drei coole Sachen, die es noch gibt. Es gibt zum Beispiel einen Capture the Flag-Wettbewerb. Der startet in 12 Minuten, ist noch nirgends angekündigt. Also ihr habt jetzt einen unglaublichen Startvorteil dadurch, dass ihr hier sitzt. Es gibt wie immer eine Speakers Lounge, also falls ihr einen Vortrag haltet und davon noch nichts wusstet, solltet ihr unbedingt euch mal danach erkundigen, wo diese geheime Speakers Lounge ist. Falls ihr keinen Vortrag haltet, solltet ihr euch auch danach erkundigen und euch dann ärgern, dass ihr keinen Vortrag haltet oder zumindest eingereicht habt. Nächstes Jahr wieder, genau. Claudio, ich zähle darauf. Genau, ansonsten habt ein großartiges Event, findet viele Mitspieler. Spielt auch mal was. Es gibt, glaube ich, eine sehr große Gesellschaftsspielesammlung überall. Und entdeckt die Dinge, die ihr noch nicht entdeckt habt. Cool, dass ihr da seid. Viel Spaß.